Im Auricher Stadtteil Popens ist eine Frau getötet worden. Sie war am Montagmorgen tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die 20-Jährige durch Gewalteinwirkung starb. Polizeikräfte hatten den Bereich vor dem Mehrparteienhaus an der Popenser Straße am Vormittag abgesperrt. Es wurden zudem Sichtschutzzäune aufgestellt. Die Polizei nahm vorläufig einen Mann fest. Ob er an der Tat beteiligt war, wird jetzt ermittelt. Auch die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Am Tatort sicherten die Beamten Spuren, die nun ausgewertet werden müssen.